In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie ein integriertes Managementsystem basierend auf SharePoint aufgebaut werden kann. In den vorgehenden Videos haben Sie gesehen, wie die Prozessdokumentation aufgebaut werden kann. Sie sehen zum Beispiel hier bei A4 alle Prozesse im Bereich des Personals. Sie sehen dann alle Personalprozesse hier, inklusive den mitgeltenden Dokumenten. Die mitgeltenden Dokumenten, Vorlagen und so weiter, Checklisten, werden genau genommen natürlich nicht in der Qualitätsdokumentation benötigt, sondern der jeweilige Mitarbeiter braucht sie im Zusammenhang mit seiner Arbeit. Das heißt, die Prozesse und Dokumente sollen in seine Arbeitsumgebung integriert werden. Deshalb heißt es ja integriertes Managementsystem. Ich möchte Ihnen das anhand des Beispiels zeigen, zum Beispiel von A4 Personal. Der Personalleiter sieht jetzt hier auf dieser Seite seine relevanten Prozesse und er sieht dann auch seine relevanten Dokumente, die er braucht, um seine Arbeit zu erledigen im Rahmen seiner Personalarbeit. Möchte er zum Beispiel einen Prozess gleich öffnen, zum Beispiel den Prozess des Mitarbeitereintritts, klickt er auf diesen Link. Genau genommen, dieses Dokument wird jetzt aus der Prozessdokumentation angezogen und ist auf keinen Fall doppelt abgelegt. Hat er die entsprechenden Rechte, kann er diesen Prozess auch gleich enden und neu wieder abspeichern und er steht dann allen wieder in der neuen Version zur Verfügung. Das gleiche gilt mit den relevanten Dokumenten, also mit den mitgeltenden Dokumenten, die kann er gleich von hier aus öffnen. Auch diese liegen zentral in der Qualitätsdokumentation.